Herzlich willkommen zurück zu Let's Play RTL Sky Springen 2007. Mein Name ist Kabur und wir wollen jetzt hier ab in den Wettkampf. Jawohl. Oberstdorf, Nation Cup, Springen 1 von 2, Land Deutschland, Heats 137 Meter Rekord, 125,5 Rekordhalter G Let's Player. Jawohl, jawohl, jawohl. Wir fahren zum Let's Play. Der Auftakt der Vier-Schanzentournee statt. Und damit wissen Sie natürlich sofort, von wo wir uns heute melden, nämlich aus Oberstdorf. Jawohl. Hallo, Marcel Oberstdorf. Lee, meine Damen und Herren. Ist mal was anderes. So, Andi ist 25. Da, und vielleicht das ist übernehme ich ja bald Ihren Nationen Job. Cup. ja, scheiß Auftakt drauf, brauchen wir nicht. So, das war der Probedurchgang, da sind wir ganz unten. Und jetzt zeigen wir, was wir können. Was für eine Euphorie um diesen Mann in den letzten Wochen. Ja, kannst mal sehen. Verdient. Und zwar mit wirklich klasse Leistungen in den bisherigen Springen dieser Saison. Den Sprung aufs Siegerpodest. Ich wette, dass er davon wenigstens schon einmal gebraucht hat. Jawohl, was wollen wir denn gleich mehr hier? Gleich richtig ein reinsalaten hier. Ja, 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 ja. Voll reingesemmelt. Ja. Da haben wir doch hier gleich. Du jubelst. Jubeln, habe ich gesagt, du. Alter Sack. Aufzeichnung an. So viel Zeit muss. Nein, nein, so viel Zeit haben wir nicht. Ja, da haben wir hier gleich gezeigt, wer hier das Haus im Häuschen hat. Ne, wer den Sack im Häuschen hat, ne. Übrigens viele Springer irgendwie so. Auf, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das erklärt, warum mir das Ganze heute noch oft wie ein Zirkus vorkommt. Uiuiui. Jawohl, auch so übelst weit. Ja, leckt mich am Arsch. Aber nur gemessen an seiner eigenen Leistungsfähigkeit. Im Vergleich zu den Topspringern fehlt ihm noch ein Stück. Aber da fehlt ihm noch ein Stück. Spring doch mal selber runter, du alter Klugscheißer. Dann weißt du, wie das ist. Lassen Sie uns bei der Wiederholung noch Mann, oh Mann, oh Mann, wie ich solche Sprüche abkann. Ja, das ist genauso wie die Leute, die bei RTL sitzen, ja, und bei der Formel 1. Ja, wenn er so und so gemacht hätte, ja, mach es doch erstmal selber. Also, ich mag diese Menschen nicht. Auf so eine kleine Brise sollte man sich als Profi los geht's. Einstellen können. Eieiei. Eieieiei. Oh, der war nicht so. Was sagen Sie zu seinem Absprung? Das sah doch ganz gut aus, würde ich meinen. Der war aber nicht so pralle wie von den anderen. In die gestreckte Flughaltung. Dieser Übergang ist wirklich eine der entscheidenden. Wenn nicht gar die entscheidende Situation beim Skispringen. Also, die entscheidende. Also die mit dem I-Punkt. Okay. Die Regie werden wir uns merken. Andi führt immer noch dann Kevin Leon. Ja, wir sind schon sehr beeindruckend. Jetzt kommt Glabur. Jawohl. Ich weiß gar nicht, warum wir hier das gelbe Trikot anhaben. Gewinnt er den Wettbewerb? Weil eigentlich sind wir nicht Erster. Wenn er so überragend springt wie zuletzt, dann wird es für die anderen schwer, ihn zu schlagen. Er ist einfach in einer tollen Form und hat dazu natürlich jetzt auch das nötige Selbstbewusstsein. Jawohl. Das nötige Selbstvertrauen in seine eigene. Alles perfekt. 114,5 Punkte. Da bin ich mir fast. Sollte nicht so schlecht gewesen sein. Hallo. Jetzt haben wir Gelegenheit, den ja, ja. Deutschland führt jawohl eindeutig 114, 103, 108 und 107. Da kann keine Nation so mithalten. Da sind wir einfach bärenstark. Daumen drücken jetzt für diesen Springer aus dem jungen deutschen Team. Jawohl. Ich bin gespannt, ob er in den Bereich der Bestreiter. Denn ich bin eins. Ich auch. Eins mit den Skiern. Dieser Anlauf könnte in jedem Lehrvideo gezeigt werden. Klasse Körperhaltung. Wow. Ja, 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 ja. 118 Meter. 122,9 Punkte. Das war doch Spitzenklasse hier. So gefällt mir das. Guck mal, der kriegt das Grinsen gar nicht wieder aus dem Gesicht, der Typ. Schauen wir uns das nochmal in der Wiederholung an. Wieder ein bisschen aufpassen, dass ich die Maus nicht in den zweiten Bildschirm ziehe. So. Jawohl, weiter geht's hier. Selbstspringender Logo. Junge, Junge, er hat uns in dieser Saison bei den Übertragungen schon jede Menge Freude bereitet. Klasse Sprünge haben wir von ihm. Ja, pass auf, und jetzt wirst du von deinem Stuhl fliegen. Eigentlich war er bei jedem Springen ganz vorne mit dabei. Mal sehen. Jawohl. Ich würde es ihm wünschen. 118,5 auch. Was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht. 123,3 Punkte, nochmal mehr. Da
Das lohnt sich doch noch. Also wenn so der Wind bleibt bei Glabur, dann geht's ab. Leon ist dran, jawohl. Erbaut wurde die Schanze im Jahr 1950 als imposante. Ja, da war ich nicht mal geboren, da war ich noch bei Kolbers im Fischteich. So. Aber seitdem ist sie mehrmals umgebaut und modernisiert. Jawohl, wieder hier, perfekt. Komm, Baby, flieg. Ja, der war, glaube ich, nicht so weit. Wirklich ein Traum. 117 Meter, 120,6 Punkte nur. Sprung und dann noch Bestnoten. Wahnsinn. La pure folie. Ich schließe mich Ihnen voll und ganz an. Das war wirklich spitze. Ja, bist vom Hocker gefallen? Ja, kannst mal sehen. Ach, guck mal, wie dicht die hier an die 231,3 und der andere 231,2. Schon sehr genial. So, Glabur ist dran. Aber da haben sie oben die Truppe auseinandergerissen. Jetzt müssen wir bei dem Glabur hier keine Fehler machen. Welche Rolle spielt das Material dabei? Denn ich bin eins mit den Skiern und jetzt fliegen wir einen Rekord. Oder auch nur die Wachsmischung. Ja, und perfekt. 122, nein, 123 ist der Rekord. Ja. Aber das ist eindeutig. Ich führe den Nationencup jetzt an. Ja, ich würde mal sagen, nach eindeutig 931,1 gegen 818,9. Ja, ihr alten Schlaftabletten. Deutschland führt mit 400, Österreich 350, Norwegen 300, Slowenien 250, Japan 200, Finnland 150, Polen 100 und Russland 50. Weiter geht's. Jip, jip, jip. Herzlichen Glückwunsch durch Ihren zweiten Platz im letzten Wettkampf haben Sie 12.000 Euro gewonnen. Wollen die mich eigentlich verarschen? Nach solchen übelsten Sprüngen? Naja, gut, okay. Sie treffen einen ehemaligen Schulkameraden. Ja gut, Motivation plus 3. Das kann der Glamour gut gebrauchen. Wachsen gehen wir, jawohl. Training, extra Training. Und eine Weile zwischen 103 und 110 Meter. Jawohl. Japan hielt 234 Meter Rekord, 123,5 von Gesetz Player. Ja, was geht ab? So. Schon wieder dieses Wort gesagt. Das kann nicht sein jetzt hier. Wie ist der Wind? Aufwind. Oh, Backe. Das könnte mit der Weite ganz schön in die Hose gehen, dass wir da treffen. Ich werde voll überziehen. Runter. Uiuiuiui. Also wenn so der Wind bleibt im Springen, dann wird es heftig. Aufwind ist ja für, also Gegenwind ist ja im Skispringen der Vorteil. Rückenwind ist scheiße. Zwar hat man mehr Anschwung, aber man wird nach unten gedrückt. So ein Pech. Diesmal hat es mit der Trainingsaufgabe leider nicht geklappt, da sie außerhalb der geforderten Weite. Wollen die mich verarschen oder was? Jetzt hätte ich fast hier ganz viele Piep-Piep-Wörter gesagt, aber egal. Weiter, Leon ist dran. Herzlichen Glückwunsch, ihren sechsten Platz im letzten Wettkampf. 5000 Kröten, jawoll. Und die geben wir natürlich gleich hier wieder aus. Training, Extra-Training und 90 bis 103 Meter. Ja. Leute, weiter. Wirklich jetzt vorher nicht drin. Naja, es ist ja auch egal, Karl. Komm hier, lad einen hinne und schlaf nicht ständig ein. Das gibt mir ja sowas auf den Zwirn hier heute. So. Da habe ich schon wieder das Wort gesagt. Lass das jetzt doch mal sein, du. Oh. So. Wenn ich da jetzt nicht drin war, meine Herren, ja, dann könnte das gleich sein, dass ich diesen Monitor hier nehme und wirklich durchs Fenster werfe. Nee, bloß nicht. Draußen schneit's bei uns wie Hulle. Leute, das ist wirklich nicht mehr schön. Also ich komme ja hier in der Gegend von Hannover und bei uns geht hier die Welt unter. Also ich finde das wirklich nicht mehr witzig. Heute ist der 21.03. Es ist unnormal, findet ihr nicht? Also ich habe das in meinen 32 Jahren noch nicht erlebt, dass es um diese Jahreszeit schneit. Also ich kann mich als Kind erinnern, dass wir um diese Jahreszeit in kurzer Hose manchmal schon gelaufen sind, ja?
Und man spricht von Klimaerwärmung. Also hier in dieser Region haben wir keine Klimaerwärmung. Auf gar keinen Fall, nein. Hier kriegt man Frostbeulen, aber keine Klimaerwärmung. Herzlichen Glückwunsch durch den dritten Platz im letzten Wettkampf. 10.000 Piepen. So gefällt uns das. Wir haben vorhin das Extra-Training geschafft gehabt. Training, Extra-Training. Mindestens 62 Punkte. Jawohl, wir können voll durchziehen. Könnt ihr mir ja auch mal so ein bisschen schreiben. Würde mich gerne mal interessieren, ob ihr bei euch auch so ein Katastrophenwetter noch ist. Oder ob wir wieder mal nur hier unten bei uns in der Region hier so eine Scheiße haben. Würde mich gerne mal interessieren. Soll zwar das schöne Wetter, soll ja bald kommen, aber trotzdem finde ich es ganz schön widerlich so langsam. Also, keine Ahnung. Irgendwann ist es auch gut, ne? Also, ich bin kein... Nicht jemand, der... Boah. Schnee hasst oder so. Auf gar keinen Fall. Ich finde Schnee eigentlich sehr cool. Draußen rumalbern mit Kindern und so ist richtig geil. Aber, irgendwann ist auch mal gut. Ja, also, keine Ahnung. Haben wir es jetzt geschafft? Oh. Ich weiß, was ich geschafft hatte. Ich habe mal wieder aus dem Bildschirm geklickt. Ich Blödmann. Ja, würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren, was ihr so für Wetter habt. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Trainingsaufgabe gemeistert, jawohl. Und was ihr dazu sagt, reicht es so langsam mit dem Schnee? Möchtet ihr noch mehr? Also, ich glaube, manche Leute sind wirklich schon bepisst. Gerade die Leute, die wirklich nachts raus müssen oder so. Ey, immer ist es glatt, Leute. Immer rutschen und ach, das ist doch scheiße. Herzlichen Glückwunsch durch ihren vierten Platz. 8.000 Euro. Jawohl, und nochmal 500 Euro so bekommen. Also, irgendwann, finde ich, ist es auch wirklich mal gut. Training, extra Training. Und was ich gar nicht nachvollziehen kann, wie die Leute schon Sommerreifen drauf haben können. Also, da frage ich mich jedes Mal, hallo? Ey, ihr Haschmisch da oben. Man zieht Sommerreifen im Mai drauf, ja? Weil der April macht, was er will. Und im Mai kann man dann so langsam sich Gedanken machen, neue Reifen drauf zu ziehen. Aber doch nicht im März. Also, manche Leute haben wirklich zu warm geduscht in der Hinsicht. So, runter geht's. Ich habe nicht geguckt, was wir brauchen, Leute. Daher einen vernünftigen Sprung hinlegen. Jawohl. Heute ist irgendwie ein Glückstag. Auch beim Viehschnee kommen wir runter heile. Das wundert mich. Heidewitzka. Die Ladezeiten werden immer länger. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Trainingsaufgabe gemeistert. 40 extra Punkte, jawohl. Ja, mach dich fit, Alter. Ey, du hast bald Oberschenkel, ja, wie andere Leute beide zusammen. Und Wettkampf. Oh, schön. Nordische Sky WM Springen 1 von 2. Land Japan hielt 134 Meter Rekord, 123,5 Rekordhalter G-Let's Player. Nordische Sky WM. Momentan ist hier. Warum denn jetzt auf einmal noch sowas dazwischen? Naja, egal. Karl. So, Qualifikation, nein, möchten wir nicht. Möchten wir auch nicht. Möchten wir auch nicht. Und das möchten wir auch nicht. So. Okay, ab geht's. Glabu ist der Erste. Jawohl. Rona geht's, ja. Volles Rohr, ja. Jetzt haben wir ein bisschen mehr. Jetzt warten wir mal gerade ein bisschen hier. So sollte der Wind ganz okay sein. In Österreich stattfand. Benutzte man noch einen Misthaufen als Schanze. Oh, da hat sich zum Glück einiges getan in der Baute. Oh, das wird gut, das wird gut. Oh, ja, 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 ja. 117 Meter und das für den ersten Sprung. 114,1 Punkte. Ich glaube, dass wir gut angefangen haben. Guck mal, wie die alle jubeln, ey. Die springen ja gleich über die Rampe. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich bin heute in Sabbellaune, glaube ich. Das kann ja gar nicht sein. Er funktioniert in dieser Saison bisher wie ein Uhrwerk. Und ja, kannst du mal sehen. Vorne mit. Und ich bin kein Schweizer. Und trotzdem kann ich funktionieren wie ein Uhrwerk. So wie er im Moment drauf ist, lässt er niemanden mehr. Oh, da hat der Wind gut hintergepackt. Aber für den Sprung ganz nach vorne. Oh, wie genial war das denn? 120 Meter, 119,9 Punkte. Heilige Scheiße und Kanonenrohr. Zu gehen mit ihren Wertungen. Da bleibt ihnen doch gar nichts anderes übrig, Harry. Diese Leistung musste einfach belohnt werden. Junge, hat da der Wind hintergepackt.
Da hat er den Glabur mal gerade die Hosen ausgezogen, aber er hatte halt auch nicht so viel Wind vorne auf der Brust. Jetzt kommt endlich ein deutscher Springer und der will sicher. Na, wir warten mal noch. Harry, was macht eigentlich Sven an? Oh, jetzt. Hab ihn lange nicht mehr gesehen. Ach, der wird schon wieder aus der Versenkung auftauchen. Wieder ein bisschen konzentrieren hier. Ja, der war nicht so weit. Leute springen heute wohl noch weiter den Hang runter. Aber mit dieser Weite gehört er auch sicherlich nicht zu den schlechtesten des Wettbewerbs. Ja, was denkst du denn, hä? Ich bin gut zufrieden. Lalalala. Weiter geht's hier. Selbstspringen, ja, Logo. Was denn sonst? Starker Aufwind, besser geht's nicht. Ich glaube, wir bekommen heute ein paar richtig gute Weiten zu sehen. Ja, wollen wir hoffen hier. Ich will mal wieder hier richtig weit fliegen. Oh, das war auch nicht so gut. Da ist irgendwo an der Seite auf einmal so eine Böe und die drückt einen ganz schön derbst rüber. Und wenn man das gleich im Flug ein bisschen auskorrigiert, dann geht es richtig weit runter. Schauen wir uns das nochmal in der Aber wenn man das sieht, die Punkte sind wirklich sehr weit auseinander und jetzt gucken wir, was die anderen reißen. Ja, Donnerwetter, die ersten vier Plätze gehören uns. Wir sind die Könige. So, der Kevin ist gleich der Erste, der springt. 231 Punkte muss er schlagen, dann hat er auf jeden Fall den vierten Platz sicher. Übrigens, in den USA wurde im Jahre 1912 die erste Skisprunganlage der Welt mit einem erhöhten Schanzentisch gebaut. Aber nicht in Park City, sondern in Steamboat Springs. Komm, Baby, komm. Jawoll. Noch gerade so abgefangen im letzten Augenblick. 123 Meter. 120,4 Punkte. Da hat der Kevin hier gerade mal ein richtiges Ausrufezeichen nochmal nach oben gesetzt für die anderen. Der Technik sei Dank. So, wie sieht's aus? Oh, nur Zweiter! Ach, du Scheiße, da könnte er nur noch Fünfter werden. Den müssen wir erstmal schneiden mit seinen 231 Punkten. Der hat da einen ganz schön guten Sprung hingelegt. Millionen Zuschauer hier. Dabei können nur 50.000 eine Eintrittskarte kaufen. Das geht natürlich nicht. Sapporo ist die fünftgrößte Stadt Japans. Oh, Mann! Damit wird er einige Springer im Wettbewerb weit hinter sich lassen. Neuer Weitenrekord, 124 Meter, ja, ich fasse es nicht und das mit dem Andi. Aber die Punkte waren nicht sehr berauschend, Leute. 114,2 Punkte nur. Das lohnt sich doch wegen dem Bodengrabscher, da ist er wirklich noch weiter nach unten gekommen. Jetzt müssen wir mit Glabur. Das sind wirklich ideale Bedingungen zum Abheben. Komm, Baby, du musst jetzt hier alles richten. Komm, Baby, komm, Baby, komm. Jawoll. So ein schöner Sprung. Alter Schwede, ey. 127 Meter. 121,6 Punkte. Da habe ich keinen Telemark mehr reingekriegt. Also ich habe gedrückt, aber es hat nicht geklappt. Aber das macht gerade eine Laune. Und wir führen, jawohl, da gehört der erste, dritte, vierte, also werden wir, ja komm, den zweiten soll der Leon auf jeden Fall haben. Oder er wird noch Erster, das wäre natürlich für ihn total imbar. Gerade ein bisschen den Wind abwarten. So, jetzt. Mach den Kopf zu, du Arschkrampe. Na, da hat sich die Arbeit im Training nochmal gelohnt. Die Haltung beim Anlauf ist heute wirklich. Ja, das. Aber noch ein Telemark. Das könnte trotzdem mehr Punkte. 122,5. 119 Punkte. Ich glaube, da ist er an dem Glabur vorbei. Das würde bedeuten, Erster, Zweiter, Vierter und Fünfter. Die Regie ist sicher so nett. Ja. Erster Leon, zweiter Glabur, vierter Kevin und fünfter Andi. Beste Bewertung, glaube ich, dies Jahr, die wir bis jetzt hatten. So gefällt mir das. Ja, hier führt dann der Leon, Glabur, Kevin, Andi, ist ja klar. Und Peter Petersen hat sich hier halt mit reingedrückt noch. Ist ja egal, aber geschafft ist geschafft, Leute. Und ich bin, war mega geil, das Springen. Herzlichen Glückwunsch, zweiter Platz, 12.000 Piepen. Das spült auch gleich richtig fett Kohle rein. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen bei RTL Sky Spring 2007. Mein Name ist Gabu. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.